Name ist Helmut, ich komme aus Tirol und ich zeige euch heute meine Version von Bookends auf der Ukulele. Meines Wissens die erste Version, die auf YouTube gestellt wird. Ich beginne mit zwei Akkorden. Der erste Akkord, Ringfinger, dritter Bund, vierte Seite, Mittelfinger, zweiter Bund, dritte Seite und Zeigefinger, erster Bund, zweite Seite. Und dieses Zeichen bedeutet, dass ich nicht schlage, sondern dass ich mit dem Daumen langsam über alle vier Seiten streiche. Dann kommt der A-Moll-Akkord. Ich löse den Griff auf. Mittelfinger, zweiter Bund, vierte Seite. Und dann spiele ich vierte, dritte, zweite Seite. Die erste Seite spiele ich nicht. Von hier bis hierher als Einleitung klingt das ungefähr so. Schlagen. Es gibt mehrere Varianten. Also ich spiele genauso wie es hier steht, die ersten zwei Akkorde. Ich kann es wiederholen. Und dann beginnt das eigentliche Thema. Viermal wird diese Sequenz gespielt. Und zwar Ringfinger, dritter Bund, vierte Seite. Kleiner Finger, dritter Bund, zweite Seite und diese zwei Finger sind frei. Und jetzt werden sie auf dem zweiten Bund, dritte Seite und auf dem ersten Bund, erste Seite niedergelegt. Ganz langsam. Viermal diese Sequenz. Von hier bis hierher. Dann F-Griff. Zweimal 0, 1 und 2, 2 und 0. Ich spiele ganz langsam von hier bis hier. Ich auf dem F-Griff spiele diese Sequenz. Spiele von hier vom Thema weg bis hierher und diesen Teil viermal. F. Kleine Pause. Einmal von hier mit viermaliger Wiederholung bis hierher mit kleiner Pause dazwischen. Noch einmal. Jetzt kommt dieser Griff mit einem zusätzlichen Dreier auf der zweiten Seite. Dann gleicher Griff, 1, 3, 1. Von hier bis hierher. Noch einmal. Dann kommt der F-Griff. Ich spiele von hier bis hierher. F. Ich spiele von hier bis hierher. Thank you.
wiederholt sich das Ganze mit einer kleinen, aber sehr schönen Variante. Dieser Teil ist identisch mit diesem. Statt viermal diesen Teil spiele ich ihn jetzt nur dreimal und beim vierten Mal mache ich diese Variante, also ich spiele von hier weg, dreimal. Hammer-ons. Einmal anschlagen, Finger auflegen und dann wieder zupfen. Also ich spiele von hier bis hierher. Noch einmal. Dann kommt der F-Griff. Von hier bis hierher. Und dieser Teil ist wieder identisch mit oben. Und der Schlussteil. Ich spiele jetzt von hier bis hierher ganz, ganz langsam. Einmal noch im normalen Tempo. Ja, viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.